Bevor ich lesen konnte, kannte ich die Namen verschiedener Gesellschaften, weil ich ihre Logos erkannte. Wenn wir im Auto fuhren, sagte ich Coca-Cola, Walmart, McDonald's. Meine Eltern dachten, dass ich sprechen konnte, aber das stimmte nicht. Ich verband das Bild einer Gesellschaft mit ihrem Namen. Seit ich ein Kind war, war das Image wichtig für mich. Als ich ein Teenager war, veränderte ich mich nicht. Ich würdige Ästhetik und Qualität über alles andere. Aber es gibt ein Problem. Die meisten Dinge, die gut gemacht sind, sind teuer. Und Kinder, die gut gemachte Dinge möchten, werden manchmal missverstanden. Meine Mama sagt mir immer, dass ich Sachen nur möchte, weil sie teuer sind und dass wir immer Geld sparen müssten. Aber das stimmt auch nicht. Ich ersehne Qualität in alle meine Sachen. Jetzt kaufe ich gut gemachte Produkte lieber, obwohl sie vielleicht teuer sind. Sie halten länger und beglücken mich sehr, wenn ich sie benutze. Mein Lieblingsbeispiel ist mein einziger und bester Schal. Er ist teuer, aber sehr gut gemacht. Wenn man ihn benutzt, kann man den Everest besteigen und so warm sein wie Apfelstrudel. Aber meine Eltern haben er für mich nicht gekauft. Ich hatte das Geld für den Schal zu sparen und musste er mit einem Nachlass kaufen. Also, anstatt ich eine Xbox zu kaufen, kaufe ich meinen ersten Schal. Und es lohnte sich. 5 Jahre später, es ist der einzige Schal, das ich in kalten New England benutze. Folglich habe ich nur kleine Mengen meiner lieben Sachen. Eine Schere, ein Bleistift, ein paar Stiefel, ein paar Kopfhörer. Mein letztes Laptop hat 5 Jahre gehalten. Ich habe auch gewisse Lieblingssachen. Ich benutze Sharpie-Kulis am liebsten. Sie beglücken mich, wenn ich sie benutze. Jetzt hörte ich nicht auf meine Mama und ich erfreue mich noch heute an vielen verschiedenen Produkten. Aber ich habe meine triviale Liebe der Qualität in etwas tiefer umgewandelt. Ich machte es einen Teil von mir und lernte ich, diese Liebe und meine Arbeit zu integrieren. Ich kombiniere Design, Psychologie und Computerwissenschaften, um mit dem Zusammenspiel von Mensch und Computer zu arbeiten. Viele Leute wissen nicht, wie Computerwissenschaften und Design zusammenspielen müssen, um ihr Leben einfacher zu machen. Wie viele Leute haben ein Programm benutzt und nicht gewusst, wie man es benutzt? Warum existieren viele Kurse dafür, dass man Microsoft Word oder PowerPoint lernt? Computerprogramme müssen einfach zu benutzen sein, so dass es jeder in jedem Fall benutzen kann. Ich fokussiere jetzt auf die User-Erfahrung eines Programms, um es lustiger und benutzerfreundlicher zu machen. Ich freue mich auf eine gute User-Erfahrung, weil sie wichtig für beide den Benutzer und das Geschäft ist. Wenn ein Programm einfach zu benutzen ist, wird der Benutzer fröhlicher, weil die Erfahrung besser ist und das Geschäft wird reicher, weil mehr Leute das Programm kaufen. Ich fand einen Weg, meine verschiedenen Interessen zu kombinieren. Meine Mama dachte, dass ich verrückt war, aber ich machte meine Interessen zu meinem derzeitigen Job. Meine Mama denkt immer noch, dass ich verrückt bin, aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag.